Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess zu unserem Donnerstags-Vlog. Immer donnerstags um 15 Uhr geht hier ein neuer Vlog online und dieses Mal entführen wir euch ein drittes Mal nach Dänemark. Die zwei anderen Vlogs verlinke ich euch hier oben. Dieses Mal möchten wir euch noch von der dänischen Kaffeetafel erzählen, die wir in Dänemark hergerichtet haben, also meine Älteste und ich. Und ja, das werdet ihr jetzt in diesem Video sehen. Die Rezepte, die dazu wichtig sind, stelle ich euch auf den Blog. Da könnt ihr also auf den Blog gehen und euch das anschauen, was es noch alles zum Ausdrucken gibt. Und ja, viel Spaß jetzt beim Video. Ein hügeliger Morgen. Mittwoch. Da alles einbringen und so. Es gibt leckere Früchte, es gibt eine Kerze, es gibt Honig, leckere Marmelade, die gamle Fabrik. Ich habe auch schon wieder einen neuen Teig eingesetzt und zwar hier den Teig für die klassischen Rundsticker. Und im Ofen backt auch schon was. Also diese Rundsticker werde ich nachher noch backen. Rundsticker. Klassisch. Und hier im Ofen backen jetzt herrliches Roggenkörnle von Sugar Princess mit kleinen Brötchen dran. Die dänische Kaffeetafel. Hier seht ihr die Rundsticker, Kringle, Kransekagel, Pekannusspastete, wieder Kringle, wieder Kransekagel und selbstgebackenes Knäckebrot. Es fehlen noch weitere Zutaten. Hier ist nochmal ein Knäckebrot selbst gebacken. Dann gibt es eine Suppe später. Und zwar eine Tomatensuppe mit, eine nordische Suppe mit Roggen. Roggen ist ganz wichtig in der nordischen Küche. Und dann haben wir noch vorbereitet, und das zeige ich euch nachher nochmal, wenn es abgedeckt ist, das ist im Kühlschrank, diese fantastischen Lachskanapés. Hier sieht man die Biskuitrolle und hier oben wird noch die Schichttorte vorbereitet. Hier wird jetzt die Roggenbrot-Schichttorte hergerichtet. Wir haben eben gefüllt mit Preiselbeer-Sahnecreme. Und unten drin ist auch noch, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber da ist auch noch eine Brombeercreme dazwischen. Hier zum Beispiel sieht man es ganz, ganz toll. Oben drauf kommt noch Sahne und Schokoladenspäne. Sophie richtet das noch her. Die wollen schon lecker kriegen, gell? Nein, erstmal muss die Schokolade auf. Ja. Das ist 40 Stück. 20, glaube ich. Knäckebrot, oh, lecker. So cool. Total kross und knusprig. Eigentlich muss ja dieses, der Schild irgendwo anders stehen. Denn der Kringel ist super lecker. Gefüllt mit lecker Mandeln, Rosinen, Kransekane, Marzipan-Gebäck, Pekannustorte. Was soll ich sagen? Also es ist einfach wunderschön. Ich möchte gar nicht mehr nach Hause fahren. Zu dunkel hier. Es ist echt zu dunkel hier. Also komisch. Das ist einfach so wunderschön. Schaut mal, die gedeckten Häuser, die Felder rechts und links und hinten das Meer und das Segelschiff, was vorbeifährt. Einfach wunderschön. Thank you.
war es auch schon wieder mit unseren Dänemark-Vlogs. Nächstes Jahr gibt es wieder welche. Wir fahren nämlich nächstes Jahr wieder nach Dänemark, natürlich im Sommer. Es ist einfach wunderschön dort. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Glocke drücken nicht vergessen, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Wir sehen uns hier wieder am Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Rezeptvideo. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und tschüss!